Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Ja, und so gut wie es gestern nach oben ging, ging es heute nach unten. Hier ab 15.30 Uhr ungefähr mit dem Start der US-Börsen ist eigentlich so gut wie alles fast gesunken bei mir. Ich habe weder heute etwas gekauft noch verkauft, einfach wieder nur geguckt und gewartet. Und schauen wir erstmal hier auf die beliebtesten Aktien. Und da ist an erster Stelle Neovax heute um 22,52% gesunken. Macht jetzt absolut nichts aus als Zahl, weil es eben so ein kleiner Wert ist. Aber war ja auch auf Wall Street Bets, meine ich, gepusht worden. Aber viel wichtiger, AMC. Ja, heute 3,36% noch im Plus, 1,54 € circa. Ist natürlich sehr volatil, deswegen springt es jetzt die ganze Zeit hin und her. Und war hier teilweise auf 52,10 €. Ist natürlich extrem gut, die 50 Euro geknackt. Ja, mal gucken, ob der Sinkflug hier heute noch ein Ende hat. Ich hoffe es mal ganz stark. Die Woche ist ja trotzdem noch sehr, sehr grün. Und auch der Monat kann man nichts gegen sagen. Entscheidend wird auf jeden Fall der Freitag werden. Ja, dann Nel Azar, die sind heute Morgen sehr, sehr gut gestiegen. Bis auf 1,84 € hoch, haben sich dann wieder erholt sozusagen. Also auch ganz schnell wieder gesunken auf das Niveau, wie sie heute eben in den Tag gestartet sind. Nichtsdestotrotz heute auch noch ein Plus von 2% circa. Ja, BioNTech hatte ich ja überlegt, dass ich hier irgendwann einsteige in nächster Zeit vielleicht mal, wenn ich eben verfügbares Geld habe. Ist auf jeden Fall gut, dass sie jetzt wieder sinken. Da kriegt man dann hoffentlich auch einen guten Buy-in hin. 3,41% heute gesunken oder 6,25 € und auf die Wochenansicht betrachtet hier ein Minus von 10,3%. Also es ging hier von 200 € circa wieder runter jetzt auf 177 €. Und dann eine neue Aktie hier in den Trends, beziehungsweise hier unter den beliebtesten Aktien, nämlich TUI. TUI heute auch ein Minus von 4%. Ja, gucken wir uns mal meine Aktien hier an. Und da sehen wir, es ist alles im roten Bereich, außer Visa und British American Tobacco, wobei die gleich wahrscheinlich auch in den roten Bereich kommen, weil sie gerade bei plus minus null sind. Und auch Visa nur ein ganz, ganz kleines Plus, sodass sie wahrscheinlich vielleicht gleich auch noch ins Minus kommen. Gucken wir uns aber zunächst mal Tesla an. Heute ein Minus von 2,13%, 10,85 € und mit 7 Aktien zieht das natürlich mein ganzes Depot runter. Unter 500 € wieder gekommen hier. Aber ich hatte ja schon gesagt, ich gehe sehr stark davon aus, dass es nochmal sinken wird, auch nochmal deutlicher sinken wird als jetzt. Aber natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Für mich ergibt sich da einfach dann ein Zeitpunkt, ja, dass ich hier vielleicht noch eine Aktie nachkaufen kann, um meinen durchschnittlichen Buy-in hier links unten immer weiter zu verringern. Der liegt ja momentan bei 586,61 €. Und wenn ich irgendwann vielleicht mal auf einen durchschnittlichen Buy-in von 500 € komme, wäre das auf jeden Fall schon ganz gut. Aber bis dahin wird es auf jeden Fall noch dauern. Main Street Capital, heute ein kleines Minus, 0,41%, macht 14 Cent aus. Und hier insgesamt mit 3,29% im Minus. Square, auch ein kleines Minus. Die sind ja gestern so gut angestiegen, heute dann wieder gesunken. Und hier bin ich mit fast 5% noch im Minus. Also sie waren heute auch schon hier bei 191 bzw. 192 €, 5 € unter meinem durchschnittlichen Buy-in hier. Ja, auch hier würde ich gerne mal irgendwann nachkaufen. Man würde ja gerne so viel nachkaufen, wenn das Geld eben vorhanden wäre. AGNC Investment, heute auch hier ab nachmittags rum 14.50 Uhr ungefähr gesunken. 25 Cent gerade und hier bin ich auch mit 5% fast, also mit 4,33% noch im Minus. Norwegian Air Shuttle, auch ein Minus von 1 Cent
Und hier jetzt mit 56 Euro im Minus. Ja, dann Bitcoin, auch ein kleines Minus, 0,87%. Aber hier bin ich noch mit fast 60 Euro, mit 23,3% im Plus. Ja, dann British American Tobacco, auch ein kleines Plus heute gemacht. Aber wie gesagt, kann auch gut sein, dass es gleich noch ins Minus geht. Aber hier auch noch 4,60 Euro im Plus insgesamt. Ethereum, 20 Euro im Minus heute. Und die Performance insgesamt 4,4%, beziehungsweise 8,80 Euro im Plus. Dann meine Sparplanaktien. Ja, hier ein Peak gehabt, Facebook, aber jetzt gerade ein kleines Minus. Aber ist auf jeden Fall meine beste Sparplanaktie. Hier bin ich mit 7,53% im Plus oder 8,65 Euro. Dann Walt Disney, meine schlechteste Sparplanaktie. Heute auch wieder ein Minus gemacht und insgesamt hier 8,41 Euro. Im Minus. Und Zalando ist auch wieder gesunken. Die waren ja die letzten Tage fast bei den 100 Euro. Hier bin ich aber noch mit 5,91% im Plus. Und Visa ist jetzt auch im Minus, wie ihr seht. Hier bin ich mit 1,82 Euro noch im Plus. Ja, die letzte Aktie, meine Meme-Aktie quasi, Workhorse. Hier ein Minus von 17%, 14,25 Euro. Aber die werde ich auch noch halten und schauen, was hiermit passieren wird in Zukunft. Nicht investierter Betrag von 4,79 Euro. Ja, und Tagesverlauf seht ihr jetzt, dass eigentlich alles im Minus ist, bis auf British American Tobacco jetzt gerade. Aber sonst, wie gesagt, lief es heute nicht so gut. Kein guter Tag für mich an der Börse. Einige hatten auch gefragt, ob ich mal meine Monats- und Jahresansicht zeigen kann. Das kann ich gerne machen. Mache ich dann am Wochenende. Dann zeige ich mal alles, Woche, Monat und so. Da mache ich ja eh immer einen Wochenrückblick. Aber dann kann ich auch gerne die Jahresansicht mal zeigen. Ja, wie gesagt, 1,49% bei mir minus 110 Euro fast. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Ich hoffe doch besser. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns beim morgigen Video und vielen, vielen Dank nochmal an alle neu dazugekommenen Abonnenten. Freut mich wirklich sehr und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das tut. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle und vor allen Dingen an 2000, die jetzt geknackt wurden. Das freut mich wirklich sehr und motiviert mich auch, immer neue Videos zu drehen quasi. Vielen Dank und einen schönen Abend euch noch. Bis dann.